Herr Abgeordneter Stadler, die Europawahlen 2014 werfen ihre Schatten voraus. Über die neue Sitzverteilung im EU-Parlament gibt es Streit. Deutschland wird 3 Sitze verlieren, Österreich 1 Sitz. Wieso verlieren gerade jene Mitgliedstaaten ihren Einfluss im EU-Parlament, die sich in der Regel brav an die Verträge der Gemeinschaft halten? Da zeigt sich wieder einmal, dass es nicht belohnt wird, wenn man sich zu wohlgefällig verhält. Das habe ich auch immer wieder der österreichischen Bundesregierung gesagt. Diese neue Sitzverteilung zeigt auch ganz eindeutig, dass man uns anders behandelt als beispielsweise die Schweden. Schweden ist nicht einmal in der Eurozone, ja? Sodass es einfach notwendig wäre, viel couragierter und viel, viel engagierter, auch mit Ultimaten, auch mit Vetodrohungen in der Europäischen Union aufzutreten. Das macht sich bezahlt, das sollte die österreichische Bundesregierung erkennen. Es ist jetzt keine große, dramatische Entscheidung gegen Österreich, aber es sind weitere kleine Signale, die einfach zeigen, dass die Nettozahler und die sogenannten Braven die Dummen dieser Europäischen Union sind. Und daher plädiere ich schlicht und einfach für ein couragierteres Auftreten gegenüber der EU. Wie wird sich das Verhältnis von EU-Parlament und nationalen Parlamenten in der Zukunft entwickeln? Ja, das hängt davon ab, wie engagiert die nationalen Parlamente, insbesondere der österreichische Nationalrat, der Bundesregierung Positionen aufzwingt. Nachdem aber die Bundesregierung sich sozusagen von der Koalitionsmehrheit im Nationalrat sich jeweils Freibriefe holt, damit sie ja hier nicht besonders auffällig sein müssen, wird da keine große Änderung eintreten. Das nationale Parlament kommt seiner Rolle als Vertreter der österreichischen Interessen gegenüber der EU derzeit nicht nach. Auch an der Wahlbeteiligung sieht man, dass das EU-Parlament relativ wenig Rückhalt in der Bevölkerung hat. Diese Wahlbeteiligung ist gesunken von anfangs 68% bis auf 46% bei der Wahl im Jahr 2009. Prognose fürs nächste Jahr, wird die Wahlbeteiligung weiter sinken? Das nehme ich an, weil der Wähler ja mit seiner Wahlbeteiligung seine Ablehnung gegenüber der Europäischen Union und sein Desinteresse zum Ausdruck bringt. Damit kann man nicht mehr von einer demokratischen Legitimierung sprechen, wenn der Wähler mit den Füßen abstimmt, nämlich indem er schlicht und einfach nicht zur Wahl hingeht. Und damit zeigt, dass er von dieser Europäischen Union nichts mehr wissen will. Das ist die Enttäuschung, die beim Österreicher damit sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Eine demokratische Legitimation ist daraus nicht mehr ableitbar. Die EU-Kommission hat durchblicken lassen, dass sie eventuell nächstes Jahr nach den Parlamentswahlen anbietet, den Kommissionspräsidenten vom Parlament wählen zu lassen, was auch den Wahlkampf anders mobilisieren könnte. Was ist demokratischer, ein Kommissionspräsident, den der Rat einsetzt oder das Parlament? Ich warne ein bisschen vor dieser schleichenden Entwicklung, quasi staatliche Institutionen oder staatliche Funktionsträger auf EU-Ebene durch demokratische Legitimation noch weiter zu stärken. Das ist schlicht und einfach der Versuch, einen europäischen Superstaat einzuführen, und vor dem warne ich. Von einer demokratischen Legitimation kann man sowieso nicht sprechen, auch wenn der direkt gewählt wird, sondern letztlich ist es eine Form der staatlichen Erzwingung. So wie man derzeit versucht, über die Währungskrise den Staat zu erzwingen, so versucht man das über diese quasi demokratischen Legitimationen, wobei, ich sage es noch einmal, von einer demokratischen Legitimation keine Rede mehr sein, wenn die Organe, die zu wählen sind, von einer Minderheit gewählt werden, weil sich die Mehrheit einfach nicht mehr dafür interessiert oder diese Institutionen sogar durch ihre Abstimmungsverweigerung ablehnt. In Europa spielen auch nationale Wahlen eine sehr große Rolle. Stichwort Italienwahl. Wie bewerten Sie den Ausgang dieser Wahl? Zunächst einmal hat der von der Troika eingesetzte Regierungschef Monti eine blamable Abfuhr erlitten. Das müssen sogar jene zugeben, die ihn eingesetzt haben. Man soll sich daran erinnern, dass die Troika dem italienischen Volk einen Ministerpräsidenten aufgezwungen hat, der von der Europäischen Zentralbank, von der Europäischen Kommission und vom Internationalen Währungsfonds eingesetzt wurde, aber nicht vom italienischen Wähler. Und der hat die Quittung dafür bekommen, der Herr Monti, nämlich eine blamable Abfuhr. Das Zweite ist, dass auch sich in Italien ein unglaublicher politischer Frust breit gemacht hat, nicht zuletzt wegen der Maßnahmen, die die Europäische Union gegen das italienische Volk erzwungen hat. Und daher ist eine relativ
eigenartige, um es mal vorsichtig auszudrücken, Spaßliste stärkste Partei geworden. Das ist die Liste Grillo gewesen. Und von diesem Grillo-Effekt war nicht insgesamt. Ja? Deswegen sage ich auch in Bezug auf den Herrn Stronach, Österreich sollte nicht Grillo werden. Der Wähler sollte sich schon noch Gedanken darüber machen, wie er mit dem politischen Establishment verfährt, nämlich dass er ihnen durch glaubhafte Alternativen eine Abfuhr erteilt. Und an diesen glaubhaften Alternativen müssen Parteien wie das PCT eben arbeiten, um eben zu verhindern, dass Listen wie Stronach oder Grillo dann die Demokratie völlig ad absurdum führen. Manche auf der Liste Grillo wollen ja nun doch zu einer Regierungsbildung beitragen. Wird es Neuwahlen geben oder besteht die Chance, dass Italien eine Regierung bekommt? Ich mische mich nicht in die inneritalienischen Angelegenheiten ein, aber unter diesen Umständen deutet alles auf Neuwahlen hin. Ein fast 90-jähriger Staatspräsident soll jetzt die Regierung praktisch basteln, die das Parlament nicht zusammenbringt, weil sich dort die Parteien gegenseitig blockieren. Das zeigt einfach, wie sehr das politische Establishment dort abgewirtschaftet hat, aber nicht zuletzt unter Anleitung der Europäischen Union. Das sollte man bitte nicht übersehen und vergessen. Was wird tun aus Mario Monti werden? Mir ist alles recht. Er war ja ein Büttel von Goldman Sachs und ich nehme an, dass Goldman Sachs ihn schon ordentlich versorgen wird. Aber auch die Europäische Union wird ihn ordentlich versorgen. Er war ja mal EU-Kommissar. Also der braucht sich über seine persönliche Zukunft, glaube ich, keine Sorgen machen. Und der ist es auch nicht meine Sorge.